Einen wunderschönen guten Tag, liebe Lords Mobile Community, liebe Lords Mobile Spieler, liebe Lords Mobile Spielerin. Willkommen zu einem erneuten kleinen geschmeidigen Video hier auf unserem bescheidenen YouTube-Kanal. So, was wollen wir heute machen? Ich habe mir sogar extra ein Hemd für euch Strolche angezogen. Ich hoffe, wir können heute ein erfolgreiches Gilden-Event innerhalb eines Tages abschließen. Mal ein etwas anderes Video, euch mal zeigen, was ich mit meinem inaktiven Account hier immer so für Quests mache, wenn ich denn mal ein Gilden-Event mache. Und ich werde euch das heute schön zusammenschneiden, all meine Quests, die ich machen werde. Insgesamt werden es ja 10 Stück sein, weil wir sind hier in der Elite-Liga. Und dann schauen wir mal, was am Ende da für eine Punktzahl bei rauskommt. Wenn ihr mehr, ihr kennt das Spielchen, ne? Wenn ihr mehr Lords Mobile Content sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt auch vielleicht mal eure höchste Gilden-Event-Punktzahl in die Kommentare. Auch hier wieder ein kleines Vorwort. Ihr könnt nichts gewinnen, also bringt es auch nichts zu lügen. Bin mal gespannt, was da so für Punktzahlen ja in den Kommentaren dann rumkursieren. Kannst ein bisschen rumflexen, da würde ich mich drüber freuen. Ist auch gut für den Algorithmus. Also Like da lassen und deine höchste Gilden-Event-Punktzahl in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen direkt in die erste Quest rein. Nicht lang schnacken und viel Spaß mit dem Video. So, die erste Quest, die ich hier für unseren Questmarathon am Samstag angenommen habe, ist Glückstoken bzw. Gremlins im Königreichstycoon hier begegnen. Diese Quest lohnt sich natürlich nur, wenn im Königreichstycoon auch seltene Gegenstände sind, die du für dein Ausrüstungsset gebrauchen kannst und oder wenn du sehr viele Glückstoken hast oder Gems hast. Ansonsten ist diese Quest nicht zu empfehlen. 171 Punkte ist jetzt auch keine übergroß krasse Quest, die sehr viele Punkte gibt, aber ist natürlich nice zum Mitnehmen, wenn man genügend Glückstoken hat. Glückstoken. Ja, vielleicht hier zum Anfang des Videos bei der ersten Quest, die wir jetzt hier auch gleich starten werden. Wir sind hier mit THC im Aufstiegskampf, so will ich es mal nennen. Deswegen habe ich hier natürlich auch ein bisschen Druck, während des Videos eine vernünftige Punktzahl rauszuholen, was ihr jetzt ja hier begleiten werdet und in den nächsten, ich schätze jetzt mal 30 bis 40 Minuten dann auch erfahren werdet. Ich möchte natürlich nicht schuld sein, dass wir am Ende Vierter werden. Ich gehe jetzt hier erstmal mit dem Autostart auf dreifacher Geschwindigkeit. Wir verwenden jetzt erstmal 50 Glückstoken. Mal gucken, ob das schon reicht. Wäre schon sehr, sehr lucky. Und ja, wir haben hier Bienenkönigin Gift im Königreichstycoon. By the way, natürlich Jackpot hier jetzt im Video drin wäre auch 10 von 10. Aber gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich habe noch nie wirklich 2 Taschen oder 3 Taschen im Königreichstycoon gehabt. Das bedeutet, das Höchste, was ich hier an Gems, glaube ich, gekriegt habe, waren 18.000 oder so. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Das wäre natürlich mal cool, wenn wir das hier knacken könnten. Ich brauche Bienenkönigin-Gift für meinen Sumselhelm, der natürlich in meinem Main-Set drin ist, also in meinem Cuff-Set, aber da fehlt auch noch einiges. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier ein paar Grüne kriegen, wäre das schon ziemlich geil. Auch Lizenz zum Töten, was wir jetzt hier direkt unten gekriegt haben, sehr zu empfehlen, beziehungsweise freue ich mich immer drüber, wenn ich das bekomme, weil ich Lizenz zum Töten nicht cache und immer mal so vor einem 4er-KVK oder vor irgendwelchen besonderen Kriegen oder wenn man vielleicht sogar gerallied wird, einen Helden hinzurichten und da dann nochmal die Altarboost mitzunehmen, ist sehr, sehr geil. Deswegen hier Lizenz zum Töten, immer ein geiles Item, was man hier mal mitnimmt aus dem Königreichstycoon. Dann natürlich auch, was ziemlich cool ist für meinen Account, sind hier Pakte von Level 5 Begleitern. Hier unten haben wir dann sogar von der Bienenkönigin. Aber ja, mal schauen, was wir da noch so alles bekommen. Momentan sehr, sehr rar, was hier das Bienenkönigin-Gift angeht. Ich bin mal gespannt, ob wir da überhaupt noch ein grünes kriegen hier. Das ist jetzt, glaube ich, der zweite oder dritte Gremlin. Wir werden, nachdem wir jetzt gleich die letzten 24 Glückstoken benutzt haben, mal schauen, wie weit wir bei der Quest sind. Vielleicht haben wir sie bis dahin auch geschafft. Aber jetzt würde ich mal mir wünschen, IGG, wenn ihr mir jetzt mal hier ein, ja, grünes Bienenkönigin-Gift geben würdet. Ich mache das hier ja auch ein bisschen für mein Kriegsset, aber bis jetzt bin ich da sehr unlucky unterwegs. Diese einen Bücher, die man da immer kriegt, sind natürlich komplett, ja, sinnlos. Du hast deine Gildenquest, ich habe anscheinend nur gelabert und gar nicht aufgepasst. Wir haben die schon erreicht, habe ich also richtig Glück gehabt. Das war jetzt sehr lucky. Wir haben dann mit, wenn ich jetzt hier beende, mit 36 Token haben wir es geschafft. Hallo, halt. Halt, ich bin zu blöd. Halt, nein, nicht schon wieder starten. Okay, wenn ich einen Cutter hätte, würde ich das rausschneiden. Ich selber schneide es natürlich nicht raus. Aber wir haben unsere erste Quest hier geschafft mit sehr wenig Glückstoken. Da klingelt wieder der Postbote. Ich bin am Aufnehmen. Jemand anderes muss sie aufmachen. So,
Wir kommen zur zweiten Quest. So, die nächste Quest, die wir machen, sind Monster angreifen. Ich habe hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, denn was ich immer direkt als erstes mache, ist zu testen, wie viel Schaden mache ich mit meinen allerschwächsten Monster. Das habe ich hier gemacht, um dort dann natürlich optimal meine Mehrfachangriffe zu nutzen. Hier habe ich jetzt mit den Elementalisten 9% Schaden bei dem Höllenherzog gemacht. Dann habe ich nochmal geguckt, weil wir haben natürlich zwei Monster auf der Karte, wie viel Schaden mache ich bei der Schneebestie, da sind es 8%. Und dann nutze ich auch die Mehrfachangriffe. Wichtig ist hier zu beachten, dass erstens natürlich der Schaden nicht immer gleich ist. Deswegen müsst ihr euch da so ein bisschen einpendeln. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den allerersten Höllenherzog, habe ich auf 12-fach Schaden gesetzt, denn wir hatten ja 9%, ne? Und habe aber nur 9-fach gebraucht. Und für eure Monster-Quests werden dann wirklich nur die Angriffe gewertet, die ihr gebraucht habt. Das heißt, wenn ihr jetzt 20-fach Angriff macht, ne, und ihr habt aber nur 7 Angriffe gebraucht, dann habt ihr 13 Angriffe und die dazugehörige Monster-Energie verschwendet. Das solltet ihr natürlich möglichst vermeiden. Ich werde das jetzt hier durchziehen, bis ich dann meine 140 Monster-Angriffe habe. Und werde dann nochmal mit euch sprechen, denn das müsst ihr euch im Einzelnen nicht anschauen. Aber das ist so immer, wie ich dabei vorgehe. Man muss hier nur erwähnen, es geht hier natürlich nicht um gute Belohnungen. Denn gute Belohnungen kriegt man durch Level 1 Monster nicht. Sondern es geht einfach nur darum, so wenig Monsterenergie zu verwenden, um diese 140 Monsterangriffe zu machen. Es ist aber in einigen Gilden sogar verboten, Level 1 Monster anzugreifen. Dort müsst ihr dann natürlich Level 2 Monster nehmen oder sogar höhere, je nachdem wie da eure Regelungen sind. Aber so gehe ich hier halt vor, um halt effizient diese Gildenquest absolvieren zu können. Ich mache jetzt meine letzten 8 Angriffe und dann haben wir diese Quest auch abgeschlossen. Vielleicht für die Rechen-Nerds unter euch, die sich so ein bisschen für Zahlen interessieren. Ich habe dafür jetzt 231.000 Monster-Energie verbraucht. Also gar nicht so viel, ne? Wenn man mal bedenkt, ich hatte jetzt vielleicht mein Monster-Set an und dann kann ich 60.000 Monster-Energie speichern. Da musste man dann jetzt für den Fall, wenn man es wirklich sofort abschließen will, noch 170.000 Monster-Energie aus dem Rucksack nehmen. Und schon habe ich dann eine 163-Punkte-Quest abgeschlossen. Innerhalb von, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt gedauert hat, sagen wir 10 Minuten mit ein bisschen Testen am Anfang, wie viel Schaden ich mache. Ist also schnell erledigt, eine einfache Quest, 140 Monsterangriffe sind wir jetzt mit durch. Und ja, gerade keine nützliche Quest offen, deswegen, welche die dritte Quest wird, werdet ihr dann jetzt einen kleinen Einspieler sehen. Quest Nummer 3 ist Gesamtmacht erhöhen. Wir müssen jetzt hier für 191 Punkte 4 Millionen Stärke dazu gewinnen mit unserem kleinen bescheidenen Account. Genau genommen 4 Millionen und 80.000. Ja, wie macht man das? Man kann natürlich durch sämtliche Sachen wie Gebäude, Forschung, Truppen pushen, sogar Heldenmachterhöhung. Man kann durch alles irgendwie die Gesamtmacht erhöhen. Hier ist es natürlich am einfachsten, immer Truppen zu bauen oder eine ganz große Forschung gerade frisch zu beenden. Wir werden so ein bisschen beides machen. Also wir haben jetzt keine sehr große Forschung, aber trotzdem haben wir noch eine Forschung vom Begleiter am Laufen. Die werden wir jetzt gleich beenden und dann ein paar Truppen pushen. Hier nochmal gesagt, was das nicht beinhaltet. Heilung oder Wiederauferstehung von Truppen, also auch Refugium und so weiter nicht. Begleiterfähigkeiten verwenden auch nicht. Und durch Tech-Kugeln abgeschlossene Forschungen sind hier auch nicht berücksichtigt bei der Gesamterhöhung der Macht. So, wir fangen mal an. Ich weiß gar nicht, wie viel hier diese Forschung bringt. Das ist jetzt hier, also wir forschen langsam dorthin, um mehr Begleiterslots zu kriegen. Jetzt haben wir hier Begleiterkunst, Fernkampf, Verteidigung 1 erhöht auf Level 9. Das müsste hier in diesem Forschungsbaum gewesen sein. Das war hier, ja. Und jetzt gucken wir mal. Wir machen hier einfach weiter und ziehen die hier auf 10. Dafür sollten wir natürlich unser Forschungstempo-Set anziehen. Das ist dieses hier. Ich hoffe, ich bin ungeskillt. 225% Forschung. Klingt für mich jetzt erstmal nicht so, als wäre ich ungeskillt. Und das ist auch richtig so. So, dann machen wir wieder Forschung, Bautempo und Trainingstempo. Deswegen FBT. So heißt bei mir hier die Abkürzung. Talentneustarts haben wir genug. Und wir gehen direkt wieder rein. Mal gucken, jetzt brauchen wir hoffentlich ein paar Tage weniger.
Gerade waren es ja um die 48 Tage, jetzt sind wir bei 35, ist immer noch nicht schnelles Forschungstempo, ich weiß, 330%. Wir schmeißen den Aal jetzt hier an und schauen mal. Hilfesendungen gehen hier zum Glück schnell voll. So, jetzt haben wir hier momentan 840.000 Gesamtmachterhöhung. Ja? Ich werde jetzt ein paar T4 pushen. Ihr kennt ja meinen Truppenaufbau aus dem letzten Livestream, wo wir ein paar Truppen gepusht haben. Ich bestehe eigentlich nur aus T4. Was man jetzt hier direkt merkt, ist, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Fernkämpfer gebrauchen können. Da werde ich jetzt ein paar pushen und dann kurz bevor wir die Quest beendet haben, werde ich mich dann hier zurückmelden. Da bin ich auch schon wieder. Es war eine relativ schnelle Nummer. Also 3,4 Millionen Stärke haben wir jetzt hier schon dazu gewonnen. Bin jetzt bei 781 Millionen auf meinem Account. Wir haben jetzt hier noch eine Forschung, 26 Tage am Laufen, 30 von 30 Hilfesendungen. Diese werden wir jetzt beenden und dann kriegen wir nochmal 1 Million dazu. Natürlich auch, wie man IGG kennt, immer ein schönes Pop-up am Start. So, jetzt haben wir die dritte Quest jetzt auch. Ich glaube, innerhalb von, ihr werdet es jetzt natürlich ein bisschen kürzer sehen, aber ich bin jetzt hier am Aufnehmen bzw. am Zocken für dieses Gilden-Event seit 40 Minuten. Also jetzt in 40 Minuten haben wir jetzt 3 halbwegs gute Quests abgeschlossen. Wir sind jetzt mit 3 Quests bei 525 Punkten und mal schauen, wie hier diese Serie weitergeht. Wer es noch nicht getan hat, ich würde mich wirklich über ein Like freuen unter diesem Video. Es macht mir persönlich einfach mehr Spaß, wenn ich sehe, dass diese Videos bei euch gut ankommen und das sorgt dafür, dass ich des Öfteren Content produziere. Ohne eure Likes und ohne eure Kommentare, da bin ich ehrlich, macht dieses Video produzieren und hochladen einfach keinen Spaß. Und nach dem kleinen Bonusmaterial, dieses kleine Glückskisten-Opening, was ich euch gerade gezeigt habe, hättet ihr euch wahrscheinlich schon denken können, was als nächstes als Quest kommt. Nämlich wir müssen zweimal hier den Labyrinthwächter antatschen, begegnen. Wir haben jetzt 434.000 von diesen heiligen Sternen. War eigentlich ein relativ erfolgreiches Opening, würde ich mal behaupten. Wir gehen natürlich nicht in Elite rein, sondern wir gehen hier in Normal. Wir machen jetzt hier, dass wir mal 22.000 Steine verwenden. Leider gerade keine wirklich guten Items hier im Labyrinth, das heißt kein Bienenkönigin-Gift oder sonstiges, was ich jetzt hier noch nebenbei ergattern kann. Es wird also größtenteils hier auf Ressourcen gehen, Gems und ein paar Flügelstiefel, über die ich mich hier freuen darf. Ansonsten ist hier natürlich nicht viel zu holen. Gerade wäre der Jackpot bei 2 Millionen, wäre natürlich auch mal wieder geil, hier einen Jackpot zu holen. Haben wir ja schon mal geschafft, 12,7 Millionen. Haben wir damals geholt gehabt, leider nicht auf meinen Account, aber trotzdem, ich bin schon im Vergnügen gewesen, hier einmal den Jackpot zu knacken und sogar hier einen richtig hohen Jackpot zu knacken. Ja, was kann man hier noch Geiles bekommen? Ich zum Beispiel freue mich auch, wenn ich diese 6 Millionen Nahrungsdinger bekomme oder generell sehr, sehr hohe Ressourcendinger, da ich ja nicht mehr so ein großer Casher bin und auch jetzt nicht so oft mir Ressourcen kaufe. Hin und wieder natürlich mal, wenn es ein großes Video ansteht oder ein großer Truppenpush. Deswegen bin ich für jede Ressource, die ich so bekomme bei irgendwelchen Events oder im Labyrinth, auch sehr dankbar. Wenn es natürlich dann auch in die Millionenbereiche geht, jetzt über so 200.000 Gold, fange ich jetzt nicht an, mich zu freuen. Aber das kennt ihr natürlich. Ansonsten Flügelstiefel nehmen wir immer mit. Ja, noch einmal den Boss hier kriegen, dann hätten wir die Quest schon geschafft. 168 Punkte. Natürlich ist es besser, auf die Quest zu warten mit den
200 Punkten oder ich glaube sogar 208 Punkte. Wir werden sie ja vielleicht im Laufe dieses Videos noch einmal bekommen, wo man dreimal den Labyrinthwächter begegnen muss. Aber ich habe jetzt hier das bekommen und habe es dann auch direkt angenommen. Wir sind immer noch bei unter einer Stunde. Also ich bin noch nicht mal eine Stunde am Zocken. Wir haben jetzt hier gleich schon 4 Quests geschafft. Und nebenbei bin ich auch das Video schon gleichzeitig natürlich am Aufnehmen und ein bisschen schon am Schneiden. Deswegen, also war eine sehr produktive Stunde, hatte richtig Glück mit den Quests, musste eigentlich nie mal länger als 3-4 Minuten warten, bis ich da wieder eine Quest hatte, die ich machen möchte und auch machen kann. Ziel dieses Videos soll es natürlich sein, nicht cashen zu müssen. Ob es am Ende dann auch erfolgreich wird ohne cashen, werden wir dann sehen. Aber natürlich, ich habe hier einen Account, in den ich Geld investiert habe, der viele Items hat. Und das kann man hier jetzt nicht so einfach alles machen, free to play. So, jetzt haben wir hier zum zweiten Mal den Boss bekommen. Schauen wir mal, ob wir jetzt den Jackpot kriegen. Natürlich nicht, mittlerweile bei 2,1 Millionen, aber wir durften 4-mal draufhauen. Das nehmen wir natürlich mit. Jetzt können wir es hier schon anhalten, haben wirklich nicht viele heilige Sterne benutzen müssen, um jetzt hier die 168 Punkte einzusammeln. So, vierte Quest geschafft. Haben wir gerade etwas hier, was wir machen können? Natürlich könnte ich jetzt hier 183 Punkte nehmen und 100.000 Gems ausgeben. Bin ich aber ehrlich gesagt überhaupt kein Freund von. Ist einfach meiner Meinung nach Gems-Verschwendung. Außer du bist gerade irgendwie am Truppenpushen und hast viel zu viele Gems und willst ein paar Gems beim Truppenpushen ausgeben. Dann kannst du die Quest natürlich annehmen. Aber ansonsten kriegt man da auf jeden Fall mehr Punkte mit einfacheren Quests. Aber gerade nichts da. Also sehen wir uns gleich in nächsten Einspieler wieder. Okay, ich muss zugeben, das ist jetzt schon ein bisschen lucky, dass ich 15 Minuten später jetzt hier 209 Punkte, dreimal Labi-Wächter-Quest kriege. Aber ich finde, das haben wir uns auch mal verdient hier. Ich mache extra mal ein schön langes Gilden-Event-Video, um auch den Leuten so ein bisschen durchs Gilden-Event zu helfen und hier geilen Content zu produzieren, und deswegen kann dort IGG auch mal so ein bisschen Quest-Luck mitgeben. Ihr seht es, in den letzten Minuten wurde hier des Öfteren der Jackpot geknackt, direkt beim ersten Mal der Boss, es tut mir leid. Aber ja, 1,2 Millionen würde ich natürlich trotzdem auch noch nehmen. Ich zeige dann gleich auch mal so ein bisschen die Zwischenpunktzahl, die ich dann jetzt mittlerweile mit 5 Quests, die wir nach diesem Labyrinthwächter-Quest oder nach dieser Labyrinthwächter-Quest endlich abgeschlossen haben. Das ist schon ziemlich cool, dass wir jetzt hier in der kürzesten Zeit schon die Hälfte der Quests weg haben. Ich will natürlich auch bei den anderen 5 Quests, die wir jetzt noch machen müssen, noch ein paar andere Quests machen, denn was wir auch noch haben, sind ein bisschen was bei Artefakte. Wir können ein paar Sachen verstärken. Dann können wir auch noch ein bisschen was mit Pakte machen. Vielleicht machen wir auch nochmal Truppen trainieren oder vielleicht sogar eine Höllen-Event-Quest, mal schauen. Ja, aber ich bin da auf jeden Fall noch ein bisschen vielseitiger aufgestellt. Jetzt haben wir bisher 4 verschiedene Quests gemacht und 2-mal eine Labyrinthwächter-Quest. Also läuft bisher sehr gut. Mal schauen, wie das Gilden-Event weitergeht. Auch hier haben wir jetzt im nächsten Labyrinth-Wann noch nichts Besonderes bekommen, womit man jetzt groß angeben könnte. Ein bisschen Monster-Energie. Ja, ansonsten hier nur Ressourcen, ein paar Trainings- oder beziehungsweise Heilungs-Speedups. Jetzt nichts, wo ich jetzt Juhu schreie. Jetzt könnte mal wieder langsam der nächste Boss kommen. Sowas zum Beispiel finde ich halt richtig geil. Natürlich ist es geiler, wenn du es in dem Elite-Lobby kriegst, dann hast du direkt 66 Millionen Nahrung. Aber hier eine 6er Million Nahrung zu kriegen, das nehme ich immer sehr, sehr gerne mit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das ist fast wieder einmal Truppen anschmeißen. Also da sage ich nicht nein. Ich kann sogar immer noch, das werden die meisten von euch nicht gebrauchen können, VIP-Punkte gebrauchen. Also mir fehlen noch 100.000 VIP-Punkte, dann bin ich VIP 15 hier auf diesem Account, der ja noch relativ jung ist im Vergleich zu dem Lords Mobile-Alter oder im Vergleich zu dem Durchschnitts-Account-Alter in unserer Community, so will ich es mal hier vergleichsweise sagen. So, jetzt könnte aber mal wieder was kommen. Ansonsten mache ich hier gleich einen kleinen Cut rein, den ich nicht reinmache, denn wir haben jetzt hier unseren zweiten Bossfight. Und mal schauen, was wir hier so Schönes kriegen. Direkt einen göttlichen Segen hinterher, 4-mal Kisten bekommen, 2-mal 600. Also schon nicht schlecht, ein paar Gems wieder für die Kasse. Wenn natürlich wieder auf 1 Million Gems kommen, das sieht immer cooler aus, wenn man da links oben mindestens eine Mio stehen hat.
mit den 950.000, die ich momentan habe, fühle ich mich so ein bisschen nackt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber man hat immer gerne oben ein paar Gems noch übrig. Juwelkisten habe ich jetzt auch bis jetzt noch nicht gesehen. Ich schaue aber natürlich auch zwischendurch aufs Aufnahmeprogramm. Deswegen, vielleicht habe ich es auch einmal übersehen, aber ansonsten noch keine Juwelenkiste bekommen. Jetzt mal wieder ein paar Flügelstiefel. Wir brauchen noch ein einziges Mal den Boss und dann haben wir auch hier die nächste Lobby-Quest mit 209 Punkten in unserem Pocket, sag ich mal. Diese ganzen Mauer-Heilungs-Speedups, ne? Oder Mauer-Beschleunigungs-Speedups. Wäre echt geil, wenn da mal ein Shop kommen würde, wo wir diese in Training-Speedups umtauschen könnten. Da würde IGG mal echt was Geiles machen, denn ich sag ganz ehrlich, was willst du damit sonst machen? Ja? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, aber ich denke mal, bei euch werden die auch einfach nur im Rucksack versauern. Und dass man die mal tauschen kann, wäre doch nicht verkehrt. Die Truppen sterben sowieso, ja, dann tut einmal IGG was Gutes für uns und 2 KVK später haben wir die Truppen sowieso wieder verheizt, die wir dadurch dann bauen konnten. Aber es nervt irgendwie, die immer zu bekommen und man kann damit so gar nichts anfangen. Wenn man die wenigstens umtauschen könnte, dann müsste man sich nicht ärgern, wenn man die bekommt, ja. Aber sei es drum. Mal gucken, was so an Updates in Zukunft hier noch kommen wird. Bis jetzt kriegen wir ja eine Kooperation nach der anderen und ich muss sagen, das ist langsam echt langweilig. Es ist langsam echt langweilig, vor allen Dingen ist auch so ein bisschen die Besonderheit an Burgskins weggegangen. Klar, Burgskins zu haben, ein bisschen Vielseitigkeit, was dann auch die Königreichskarte angeht, dass man nicht immer nur dieselben Burgskins sieht, da bin ich sogar ein Freund von, aber mittlerweile kriegt man ja gefühlt 3 Burgskins im Monat. Also wenn man zumindest immer ordentlich reinbuttert bei den ganzen Kooperationen, dann kriegt man da ohne Ende Burgskins. Und so langsam, finde ich, ist das ein bisschen, wie nennt man das, überreizt, ja? Ein bisschen überfüllt, was es alles an Burgskins gibt. Aber naja, das ist auch nur meine Meinung. Jetzt gerade haben wir keine Quests zum Einsammeln. Mal gucken, wo wir uns hier gerade schlagen. Wir sind knapp hinter Platz 1, ja, was heißt knapp, 2200 Punkte, aber haben auch einen guten Vorsprung vor den Russen. Sieht bisher ganz gut aus für den Aufstieg. Ich bin jetzt hier bei 902 Punkte mit 5 Quests, ja. So seht ihr es besser. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei Quest Nummer 6 wieder. So, wir wollen Speed, ne? Wir haben jetzt hier eine Quest angenommen. Ich glaube, ihr seht es gar nicht richtig im Hintergrund, ne? Wegen meinem Schädel. 32 Tage müssen wir jetzt beschleunigen. Ganz easy going. Wir werden wieder Forschungen machen, denn ich bin sowieso auf diesem Account noch ein viel zu großer Noob, was Forschung angeht. Irgendwie habe ich da nach einem halben Jahr aufgehört mit. Keine Ahnung warum, aber ihr kennt mich ja. So ist das. So, jetzt haben wir das hier mal eben beschleunigt. Jetzt können wir hier zu den nächsten Forschungen gehen. Und das wird hier auch relativ ein schnelles Ding. Das jetzt hier zum Beispiel 30 Tage. Bitten wir mal kurz um Hilfe. Warte mal. Ich weiß zwar nicht, für einen oder anderen ist es besser, wenn er mein Gesicht nicht sehen muss, aber es gehört dazu, Leute. Es gehört dazu. Es hat eine gewisse Professionalität, wenn ich jetzt hier mit meiner Glatze vor dem Greenscreen stehe. So, wir brauchen auch eigentlich nur noch 7 Tage beschleunigen. Und dann haben wir die Quest auch schon fertig. Ich glaube, das wird unsere schnellste Quest. Ich bin jetzt gerade erstmal bei einer Minute Aufnahme. Jetzt haben wir hier schon 24 Hilfesendungen. Ich würde sagen, jetzt ballern wir hier 7 Tage noch rein. Und zack, ist die Quest fertig. Eine Minute und 15 Sekunden, Quest Nummer 6 abgeschlossen. So kann es weitergehen. Was soll ich euch sagen? Ich habe einfach ein goldenes Händchen. Ich muss natürlich jetzt hier beichten, dass ich jetzt auch 2-3 Stunden unterwegs war und jetzt schon Samstagabend ist, gerade 22 Uhr und ich jetzt die letzten Quests hier aufnehme und direkt war wieder eine 209 Punkte Labyrinthwächter-Quest. Mittlerweile sind wir mit THC hier in absoluten Zweikampf mit der Katran-Gilde. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Wie stark ist die eigentlich? Eine russische Gilde, 78 Milliarden Macht hier.
Ja, mal schauen, ob wir die schaffen zu schlagen. Ihr seht es, das wechselt hier immer. Gerade waren wir Platz 1, jetzt haben die wieder 5 Punkte mehr. Auch eine geile Zwischenaufnahme. Wenn wir jetzt gleich die Quest abschließen, werden wir dann wieder im Vorsprung sein. Ja, was will ich hier noch so Schönes mit auf den Weg geben? Hier hat gerade einer 23,9 Millionen Gems abgesahnt. Das ist natürlich auch schon was ziemlich Geiles. Was plane ich so für einen Content? Ich kann hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, während wir hier noch so die letzten heiligen Sterne verwenden, um dann den dritten Boss zu bekommen. Ich möchte mich gerne mal von einer großen deutschsprachigen Gilde rallyen lassen. Es ist geile Werbung für die Gilde, die es dann tut. Und für mich ist es geiler Content und ich kann mal wieder so ein bisschen austesten, was mit meinen Truppenaufbau und was natürlich auch mit meinem Mixset so alles zu deffen ist oder auch eben nicht zu deffen ist. Ich würde dann in das Königreich der deutschsprachigen Gilde kommen. Die rallyen mich natürlich, ich habe keine Def und ich verpiesel mich wieder. Das ist geiler Content und wie gesagt, gute Werbung für die deutschsprachige Gilde, weil dann natürlich deren Rally auf diesem Kanal von vielen deutschsprachigen Spielern geschaut wird in den nächsten Wochen und Monaten. Also wenn da Bock eine deutsche Gilde Bock drauf hat, gerne mich kontaktieren oder in die Kommentare schreiben, da habe ich Lust drauf. Und ja, mal schauen, wie ich mich dann da so schlagen werde. Momentan habe ich 6 Millionen T4 und ein paar T2, insgesamt 7,8 Millionen Truppen oder so. Also noch nichts, wo irgendeine große deutschsprachige Gilde vor Schiss haben müsste. Auch mein Mixset ist jetzt nicht mehr der Zeit entsprechend. Ja, also da gibt es viele von euch, die ein viel besseres haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich da Bock drauf und ihr wisst es, tote Truppen jucken mich nicht. Der Account hat so viele tote Truppen, das ist, wenn man sich die Statistik anguckt, wie viele Kills ich habe und wie viele tote Truppen, das darf man gar nicht in Relation sehen. Das ist so ein schlechtes Verhältnis. Und deswegen könnt ihr dann da noch ein bisschen mehr machen. Ja, würde mich freuen, wenn sich da ein paar Leute mehr melden. Ansonsten werde ich ein paar große deutschsprachige Gilden kontaktieren. Ich bin da ja zwischendurch mit einigen in Kontakt und da wird sich schon eine finden lassen. Und ja, mal schauen, wie dann am Ende der Kampfbericht aussehen wird. Ich meine, viele von euch können sich denken, ein paar Truppen werde ich noch pushen. Also zu einfach will ich es den Rallye-Leitern dann auch nicht machen. Ja, also auf 8 Millionen T4 oder so werde ich, denke ich, noch gehen. Und ja, mein Mixset wird sich jetzt nicht in den nächsten Wochen großartig verbessern. Vielleicht noch das ein oder andere Juwel wird gewechselt. Und dann, ja, könnt ihr mich auch schon schön zerschmettern. So, ich hoffe jetzt wirklich, dass wir jetzt den Jackpot nicht kriegen. Ich kann ihn jetzt hier nur gerade nochmal zeigen. Wir sind jetzt bei 366.000 Gems, die hier der Jackpot beinhaltet. Da würde ich mich jetzt dann schon ein bisschen ärgern. Klar, 360.000 Gems sind auch 360.000 Gems, aber das ist kein Lovey-Gewinn, den man haben möchte. Und jetzt kann auch mal langsam der letzte Boss kommen, finde ich. 169 Versuche haben wir jetzt hier noch angeschaltet in dem Automodus. 394.000 heilige Sterne haben wir noch zur Verfügung. Jetzt kriegen wir jetzt hier noch ein göttlicher Segen. Also Gold habe ich jetzt dann mittlerweile nach den ganzen Lovey-Quests, die wir jetzt hier gemacht haben, auch genug. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe immer noch kein einziges Juwel bekommen. Dortmunder Großstadt. Hier ist andauernd Blaulicht. Holy shit. Einfach 20 Wagen Blaulicht. Egal. Lassen wir drin im Video. Gehört mit dazu, ist auch Content. Aber bitte, jetzt gebt mir doch mal den letzten Boss. Ich brauche keinen göttlichen Segen, ich brauche hier den letzten Boss. So, der letzte Boss ist am Start. Hat jetzt hier noch ein bisschen gedauert, deswegen habe ich euch das mal zusammengeschnippelt. Mal gucken, wie oft wir draufhauen dürfen. 4-mal, alles klar. Dann sammeln wir die 209 Punkte ein und gucken, ob vielleicht sogar schon die nächste Quest mit am Start ist. Wäre natürlich ziemlich cool. Ich suche immer noch eine Artefakte-Quest. Da auch mal ein bisschen vorankommen. Shop ist so ein Reflex. Als Mobile-Spieler, wer kennt es nicht? Man klickt auf den Shop. So, jetzt haben wir hier nochmal 209 Punkte mehr. Und damit haben wir THC wieder Platz 1 beschert. So, wie viele Punkte habe ich eigentlich mittlerweile? 1275 mit 7 Quests. Und jetzt haben wir hier eine 153 Punkte Quest. Ja, ist nicht so wirklich gut. Die nächsten Quests dauern, bis sie kommen. Also sehen wir uns gleich bei Quest Nummer 8 wieder. Endlich habe ich meine Artefakte-Quest bekommen, Freunde der Sonne. Und zwar müssen wir 8 Artefakte hier verstärken. Beinhaltet natürlich auch Segen, das werden wir aber nicht machen. Und wir gehen hier direkt bei uns rein.
Ich starte hier einfach bei den Lilanen und guck mal, was man so gebrauchen kann. Also natürlich kann man ein bisschen Trefferpunkte und Verteidigungsstats hier gebrauchen, wenn ich dann vielleicht auch mal gerallied werde. Mit Anführer sind hier die Boosts, da können wir schon mal die erste Verstärkung machen. Wir gehen das jetzt hier einfach mal so durch. Als zweites haben wir hier Infanterieangriff und Fernkampfverteidigung. Machen wir auch eine Verstärkung rein. So, jetzt haben wir schon zwei. Dann, oh, Fernkampf-Max-Trefferpunkte nehme ich auch mit. Diesmal einfach nur mit Kampfeswut, ist noch einfacher. Dann haben wir hier Fernkampf-Angriff mit Kampfeswut, nehme ich auch mit. Ich hoffe, es reicht, aber sonst müssen wir halt noch irgendeinen Scheiß hochstufen. Hier haben wir Infanterie-Boost, nehme ich auch mit. So, das sind jetzt schon 5, glaube ich. Jetzt sind wir bei 6 mit Fernkampf. 2 Stück noch, das werden wir easy schaffen. Bautempo, okay. Warum nicht? Ne? Wir sind ja auch ab und zu noch Latzer am Bauen und irgend so ein Scheiß. Jetzt nehmen wir auch das zweite Bautempo-Ding mit. War jetzt wirklich relativ easy, diese 222 Punkte hier zu bekommen. Was dann hier einen neuen Zwischenstand von mittlerweile 1500 Punkten gibt mit 8 Quests. Ist schon mal nicht so schlecht, ne? Wir haben aber auch jetzt gerade wieder nichts hier am Start, was man großartig benutzen könnte. Der Zwischenstand hier ist, dass wir jetzt deutlich am Führen sind. Also deutlich im Vergleich zu dem, was gerade noch war. Ne, da waren wir ja wirklich Kopf an Kopf. Jetzt haben wir schon 600 Punkte gut gemacht. Mal schauen, mal schauen. Ihr werdet ja weiterhin dabei bleiben. Bevor wir zu den letzten beiden Quests kommen, will ich einen absolut speziellen Moment mit euch teilen. Bitte einmal kurz innehalten, denn seit gefühlt einem Jahrhundert arbeiten wir ja an meinem, ich nenne es jetzt mal Gavrilla-Set, weil das, was am meisten Prozente in diesem Set gibt für Kaff, ist natürlich Gavrilla. Und dort speziell arbeiten wir jetzt schon sehr lange an den Accessoires. Heftige Lösung heißt das Teil und es ist extrem teuer. 9 goldene Gavrilla bzw. Wut des Gavrillas braucht man dafür. Und ihr seht es, Leute. Ich brauche nur noch eine grüne, dann habe ich endlich genug zusammen, um mein erstes Accessoire auf Gold zu ziehen. Und in diesem speziellen Video als Belohnung für die Leute, die hier ja fast bis zum Ende schauen, haue ich jetzt hier dieses Special rein, dass ich hier ein paar Gavrilla-Kisten aufmache und wir gemeinsam in diesem Video, wo es eigentlich ums Gilden-Event geht, aber was ja egal ist, Content ist Content und ich produziere gerne Content für euch. In diesem Video werden wir diesen speziellen Moment für mich, ja, und auch so ein bisschen für euch, weil ihr habt es ja mitverfolgt auf diesem Kanal, festhalten, ich werde mein erstes Gavrilla-Accessoire auf Gold ziehen. Was natürlich ordentlich Kraftprozente gibt, also nicht zu unterschätzen und einfach ein Meilenstein ist, ja. Ich werde jetzt hier nochmal die 20 Kisten aufmachen, auch wenn ich glaube, dass wir es schon haben, weil wir hatten jetzt 4 graue. Aber damit wir hier jetzt einfach glatt 1000 Kisten noch haben, jetzt schaue ich mal, aber es müsste gereicht haben, wenn mich meine Mathematik nicht komplett verlassen hat, was auch gut möglich ist bei mir. Aber ich sehe schon, hier ist ein rotes Ausrufezeichen. Wir können auf Verbessern klicken. Wir müssen jetzt hier alles einmal zusammen verschmelzen. Leute, und ey, wer es jetzt noch nicht getan hat, ne, spätestens jetzt aber auf jeden Fall ein Like da lassen. Ich habe es geschafft. Ich habe eine goldene, heftige Lösung. Und diese wird jetzt hier schön beschleunigt natürlich, denn das möchte ich euch dann auch direkt im Set zeigen. Bam. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Unser Kaff-Set hier. Mit dem Schädel natürlich vom App-Gaming weg. Let's go, Leute. Wir haben eine goldene, heftige Lösung. Jetzt geht's weiter mit dem, ja, Gilden-Event-Video, ne? Gilden-Event-Video. Aber das wollte ich mit euch teilen. So, endlich können wir weiter an unserem Sunselhelm arbeiten. Wir haben nämlich wieder die Aufgabe, ein paar Glückstoken zu verwenden. Und hier sind ja immer noch die Bienenkönigin-Gifte drin. Beim ersten Mal, wo wir, glaube ich, bei Quest Nummer 1 oder Quest Nummer 2 das hier gemacht haben, hatten wir ja echt Pech. Da haben wir gefühlt kein einziges grünes bekommen. Warte mal, das müssen wir jetzt hier nochmal neu machen, denn ich möchte natürlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Danke.
Und jetzt hoffe ich natürlich auf Besseres. Das sieht aber schon mal sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Komm, oh, wenn wir jetzt 3 in the row gehabt hätten, das wäre nice gewesen. So, ja, was will ich mit euch noch besprechen? Prinzipiell bin ich ja immer noch der Typus Spieler, würde ich mal sagen, Lords Mobile Spieler, der Gilden-Event so ein bisschen verflucht. Ja? Es ist zwar relativ einfach geworden, gerade für Low-Casher ist es natürlich eine Sache von gefühlt einem Abend. Ja? Wenn du da genug Items hast, genug Gegenstände, genug Speed-Ups, dann hast du eigentlich immer irgendeine Quest dabei für 160, 170, 180 Punkte, die du mal eben schnell machen kannst. Und ja, die Updates sind ja auch ein bisschen besser geworden. Ne? Früher hat das ja alles noch viel, viel länger gedauert mit dem Refreshen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, so wirklich Spannung kommt beim Gilden-Event nicht auf. Ist bestimmt interessanter für so Gilden, wie wir letztens geschaut haben, diese große deutschsprachige Gilde, die über 200.000 Punkte geholt hat, die wirklich auf einen Rekord hinarbeiten. Oder wenn ihr euch selber ein Ziel setzt und einen neuen persönlichen Rekord machen wollt, dann ist das Gilden-Event interessant. Aber ansonsten ist es nur Schema F und man rattert so sein Programm ab und sammelt am Ende die Belohnungen ein. Diese finde ich immer noch nicht schlecht. Also viele von euch sind da zwar anderer Meinung, die sagen, ja, ein paar 5-Euro-Pakete kaufen, dann hast du da mehr, als du durchs Gilden-Event kriegst. Aber ich finde, da sind schon ein paar gute Sachen dabei. Und wenn man jedes Mal so 25, 26 Stufen mit seiner Gilde beim Gilden-Event hat und diese dann auch einsammeln kann als Spieler, dann kommt da schon übers Jahr gesehen einiges bei rum. Vor allen Dingen einige Pakte, die man für den Level-5-Begleiter gebrauchen kann, wo man sich dann viele 5-Euro-Pakete spart. Oder auch seltene Teile und seltene Kisten. Deswegen ja, bin ich da, was die Belohnung angeht, nicht immer so ganz konform mit euren Kommentaren. Auch wenn ich euch natürlich zustimme, das könnte schon ein bisschen üppiger ausfallen. Aber es ist nun mal IGG und es wird sich auch nicht ändern. Mal schauen, was wir jetzt hier noch so Schönes bekommen. Ich hoffe ja noch auf die ein oder andere grüne Bienenkönigin-Gift. Aber schauen wir mal. Den Pakt würde ich auch noch mitnehmen. Na, eins hat es leider nicht gedroppt. Aber ansonsten war das auf jeden Fall schon mal ein besserer Run. Jetzt haben wir hier einen Pakt. Ein besserer Run als beim ersten Mal hier in dem Video, wo wir ja schon eine Quest in der Richtung gemacht hatten. So, jetzt haben wir hier den nächsten Glitzer-Gremlin. 1,2 Millionen Gems würde ich auch nehmen. Und ich glaube, wir brauchen nur noch einen. Oder brauchen wir noch zwei? Schauen wir mal. Komm, wann kommt jetzt der nächste? Zieh mal ein bisschen durch, ein paar Sechser würfeln, dann läuft das schon. Jetzt muss ich hier nochmal neu. Das ist aber jetzt nicht nett. Also so viele von den Dingern habe ich nicht mehr. Ich werde die sowieso alle jetzt hier in diesem Königreichs-Tycoon verwenden, damit ich da dieses Bienenkönigin-Gift kriege. Also ist jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt hier noch die letzten 40 opfern müssen. Sehr schön. So, jetzt komm. Das ist jetzt der nächste, oder? Eine 1 würfeln. Ja, jetzt haben wir aber auch Pech. Jetzt wird das hier ein längerer Run, um die Quest dann hier noch abzuschließen. Und dann sind wir bei der allerletzten Quest und dann habe ich auch das Gilden-Event relativ locker ja, absolviert. Natürlich jetzt nicht in 2-3 Stunden, also die ersten 4 Quests gingen sehr, sehr schnell. Dann musste ich ein bisschen warten, dann war ich auch mal unterwegs und jetzt gerade hat es auch ein bisschen gedauert, bis die nächste nützliche Quest kam, aber ansonsten war das hier eine leichte Nummer. Dieses Gilden-Event, bis jetzt zumindest. Mal gucken, was die letzte Quest so bringt und was wir dort verwenden werden. Wir könnten jetzt zum Beispiel die hinnehmen. Ich warte aber noch mal ein paar Minuten ab, ob vielleicht noch irgendwas mit 200 Punkten kommt. Wir sind jetzt bei 1670 Punkten mit 9 Quests. Die 10. machen wir aber noch. Und dann bin ich auch relativ zufrieden. Wir sind jetzt bei 145.590 Punkten mit THC. Das sieht nach Aufstieg aus. Also die Russen sind zwar hier noch mit 139.300 Punkten nicht zu unterschätzen. Die werden noch über Nacht wieder einiges gut machen. Aber 2 russische Gilden hier als Gegner, ne? Eieiei. Aber ich denke, das sollte ja trotzdem passen. Was ist das hier für eine Gilde? Französisch. Okay. Also 2 Russen und einmal Franzosen als Gegner hier beim Gilden-Event von THC. Mal schauen, wie es weitergeht. Als allerletzte Quest, soll ich es probieren? Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, was dabei alles rumkommen kann. Ich habe da mal ein Video zu gemacht gehabt, da gibt es ja Listen zu.
Jetzt gerade ist es spontan aufgetaucht und ich denke mir so, als letzte Quest wäre doch mega funny im Video und auch ganz schön spannend. Aber ich traue mich nicht. Ich weiß ja nicht, was da noch so kommen kann. Egal, ich drücke jetzt drauf. Bitte lass es etwas Machbares sein. Bitte, es ist auch gerade nichts anderes drin, oder? Bitte lass es etwas Machbares sein. Komm schon, IGG, bitte. Heilige Sterne verwenden 35.000. Let's go, machen wir ein Elite-Lobby. Holy shit. Da ging jetzt ein bisschen der Kackstift. Boah, das hätte jetzt auch Cashen oder so sein können, ne? Egal, 35.000 heilige Sterne ballern wir jetzt hier raus. 10 Millionen Jackpot. Jetzt kommen schon die letzten 35.000 Hits. Dann habe ich das Gilden-Event beendet. Natürlich werde ich einfach, weil es dann ein rundes Video ist, euch dann am Montag auch noch zeigen, welche Belohnungen ich eingesammelt habe und welche Platzierung letztendlich THC dann jetzt hier erreicht hat bei diesem Gilden-Event. Ob wir aufgestiegen sind oder uns die Russen und die eine französische Gilde im Endeffekt dann doch noch überholt haben. Wir werden sehen. Das werde ich dann für euch noch in diesem Video festhalten. Und ja, meine schönen Belohnungen werden wir dann, wie gesagt, auch noch gemeinsam einsammeln. 7 Versuche haben wir jetzt hier noch im Elite-Lobby. Haben bis jetzt nichts Besonderes bekommen. Vielleicht kriegen wir jetzt noch... Oh, göttlicher Segen. Den nehmen wir natürlich auch mit. Aber leider nur 3er-Kombo. Okay. Noch ein bisschen Gold gekriegt. Und wir haben noch einen Bossfight, Leute. Wir haben noch einen Bossfight. Ich drück drauf. 10 mal... Ne, 11 mal 300. Komm schon. 11 mal 400. 10,4 Millionen Jackpot. Es geht weiter. 11 mal 300. Es geht immer noch weiter. Sehr schön. Wieder 11 mal 300. Gönnen wir doch den Jackpot. 11 mal 400. Wie lange bleibt der noch da? Wieder 11 mal 400. Schön, wir haben gleich wieder die 1 Million Gems. Und nochmal 11 mal 300. Das müssten jetzt schon wieder die 1 Million Gems sein. Sieht doch viel schöner aus. So lobe ich mir das. Was habe ich hier als Nachricht noch? Ach so, ja, wir haben 6er Dunkelnest, 27er Essenz. Nehmen wir mit. So, jetzt sammeln wir unsere letzten Punkte ein. Von der Zufallsquest. Holy shit, dass ich das am Ende noch gemacht habe. Ja, wir sind Platz 21 hier bei THC momentan mit 1843 Punkten, 10 von 10 Quests geschafft. Hier haben wir 146.100, noch Platz 1. Aber wie es weitergeht, seht ihr dann jetzt in der nächsten Sequenz. So, wie ihr sehen könnt, ist das Video noch nicht vorbei. Ich dachte mir, man kann das Video richtig schön abrunden, indem wir zusammen die Gilden-Event-Geschenke einsammeln. Das habe ich mir nämlich noch überhaupt gar nicht angeschaut, was ich dort für Slots habe und was ich davon gebrauchen kann. Ich habe gerade kurz mal angefangen einzusammeln. Aber ansonsten, die ganze Woche über und auch am Samstag, wo ich die Quest gemacht habe, habe ich mir nicht angeschaut, was ich da für Belohnung habe. Ihr seht auch direkt schon die erste, ich nenne es mal Offenbarung. Wir sind Platz 1 geworden, also die beiden russischen Gilden plus die französische haben uns nicht mehr überholt. Wir sind bei 166.513 Punkte am Ende gelandet, sind jetzt endlich wieder in der Meistergildenprobe. Ich habe mit Platz 32 abgeschlossen, 1843 Punkte. Der Stinger 7 ist mit 2494 Punkten bei uns Platz 1. Wie gesagt, 10 Quests und keine Bonusquests gibt es ja in der Elite-Stufe. Und wir schauen uns jetzt mal an, was wir hier so bis jetzt Schönes eingesammelt haben. Also ich habe Dampfkrafttruhen genommen, natürlich Gargantua, weil ich brauche noch den mystischen Gargantua-Gürtel. Hier ein paar Juwelen, Monster an Set, auch nie verkehrt. Ein 50% Angriffsboost. Dann haben wir hier ein paar Speed-Ups. Dieser Slot 11 ist halt wirklich komplette Frechheit von IGG. Aber was soll's, dann haben wir hier Schreiklauentruhen für diesen Mondbumerang, der ja auch für Kaff ist. Dann haben wir hier wieder Gargantua, auch hier eigentlich absoluter Schrott-Slot, dieser Slot 15. Wir nehmen jetzt hier mal Höllenherzogtruhen. Dann nehmen wir hier natürlich die Fernkampfangriffsjuwelen. Ja, ansonsten hier noch ein paar Speed-Ups, Juwelentruhen. Speed-Ups würde ich sagen... Da, oder schwer. Aber da, aus den 29 Kisten kriege ich eh nichts. Also nehmen wir Speed-Ups. Ich bleibe bei Speed-Ups. Monster-Energie 110.000. Bringt nicht wirklich was.
Dann hier 12 graue Kaff, also 3 grüne Kaffjuwelen. Die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Dann nehmen wir noch ein paar Pakte mit. Dann haben wir hier Lizenz zum Töten. Wie viel habe ich denn davon? Davon habe ich 20 Stück. Sonst würde ich die nehmen, aber 20 Stück reicht jetzt auch irgendwann. Dann nehme ich hier lieber die 13 helle Talentkugeln. Ja, ansonsten den Slot. Boah, da kann ich mich jetzt gerade irgendwie schwer entscheiden. Wann brauche ich mal T5 mit meinem Lappen-Account hier? Bücher kriegt man genug, aber 4 Gelb-Gold-Kisten sind doch gefühlt gar nichts. Aber egal, wir bleiben bei den Gelb-Gold-Kisten. Dann nehmen wir hier die Bienenkönigin. Was macht die hier nochmal? Die ist ja sogar für... Ja, die ist für Fernkampf. Egal, wir nehmen die trotzdem. So, und Slot Nummer 26 ist wieder etwas, was ja nicht besonders wild ist, sage ich mal. Was nehme ich da Schönes? Ja, komm. Nehmen wir mal die Titanentruhen. Ja. So, das sammeln wir alles ein. Und dann würde ich sagen, ist das Video auch vorbei. Ich hoffe, der Lords Mobile Content hat euch gefallen. Ich habe mir mal wieder ein bisschen Mühe gegeben, ein bisschen was für euch zusammenzuschnippeln. Und wir haben ja auch ein, ja, für diesen Account sehr speziellen Moment hier gemeinsam in dem Video geteilt. Ihr kennt das Spielchen, Leute. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Seit 8 Jahren mache ich für euch Lords Mobile Content und ich hoffe, ihr habt noch ein paar Monate, ein paar Jahre weiterhin Spaß dran. Deswegen gerne ein Like da lassen, vielleicht auch teilen in eurer Gilde. Je mehr Leute das sehen, desto mehr Spaß habe ich und desto größer ist unsere Community. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten weiterhin viel Spaß beim Lords Mobile Zocken. Bis zum nächsten Video oder Stream. Ciao, ciao.